Das ist so, wenn du jetzt sitzt, beobachte dich, wenn im Fernsehen, jetzt rede ich wieder normal, wenn im Fernsehen eine Diskussion läuft. Du musst jetzt über dir stehen, dann hast du einen Reizauslöser, diese Diskussion, du hast dich und du wirst jetzt, wenn du dich beobachtest, wird dir als Bewusstsein, als Geist bewusst, wie sehr du reagierst, dass wenn manche was sagen, klatschst du innerlich Beifall und wenn andere den Mund aufmachen, kriegst du so einen Hals. Und jetzt, es geht nicht darum, dieses Programm zu verändern. Ich schaue mir an, was da ist. Ich sehe die Tasse. Ich sehe Deppen um die Tasse rumhängen, die streiten, ob der Henkel rechts oder links ist. Ich sehe mich jetzt als Beobachter der Tasse, aber ein Beobachter mit Wertesystem. Das heißt, wir haben einmal die Ebene der Leinwand. Jetzt musst du dir das nur dreidimensional vorstellen. Wenn ich im Kino, denk dir ein Kino, eine Leinwand, ein 3D-Film, das ist das, was hier ist. Dann die Zuschauer. Das ist die Sache hier mit den Programmen. 50 Mann, 50 verschiedene Werte- und Interpretationsprogramme. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese Programme als Charaktere symbolisch um den Tisch herum sitzen, dir das hier anschauen. Jeder dieser Perspektiven, da bist du dann nur als Zuschauer eine davon, zwangsläufig wirst du bloß diese Perspektive einnehmen. Und der, der das beobachtet, das ist die Lampe im Projektor, die nicht flackert, der bleibt immer gleich. Der ist auch die Quelle für all die anderen.